Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Sachverständige, sehr geehrte Vertreter der Bundesregierung, ich grüße Sie alle ganz herzlich zu der ersten von heute zwei öffentlichen Anhörungen im Ausschuss für Gesundheit heute Nachmittag. Die Sitzung ist eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting mit unseren Sachverständigen. Vorab möchte ich Sie bitten, sich mit Ihrem Namen in WebEx anzumelden, sodass Ihre Teilnahme für uns erkennbar ist. Außerdem möchte ich Sie bitten, Ihr Mikrofon, wenn Sie nicht sprechen, auszuschalten. Wir beschäftigen uns heute mit dem Antrag der Fraktion Die Linke, Patientenrechte stärken, Entschädigung bei Behandlungs- und Aufklärungsfehlern erleichtern, sowie dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Opfer von Behandlungsfehler stärken und Härtefallfonds einführen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, den beiden Anträgen von Linken und Grünen ist gemeinsam, dass sie die Einrichtung eines Härtefallfonds fordern. Dieser soll dann einspringen, wenn im Zusammenhang mit einer medizinischen Behandlung Gesundheitsschäden auftreten, für die eine Kausalität nicht eindeutig ist. Während die Linke einen weiteren Fokus auf die Beweiserleichterung zugunsten von Patientinnen und Patienten legt, fordert die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Transparenz über Anzahl und Ursachen von Behandlungsfehlern herzustellen, die im Sinne der Patientensicherheit Rückschlüsse auf die Ursachen erlauben. Ich freue mich auf spannende Diskussionen und die Antworten und Fragen der Sachverständigen. Bevor wir beginnen, einige Anmerkungen zur Sitzung. Wir nehmen uns 60 Minuten Zeit. In dieser Zeit werden die Fraktionen ihre Fragen abwechselnd in einer festen Reihenfolge an die Sachverständigen stellen. Die Reihenfolge hängt von der Größe der Fraktion ab. Es wird immer eine Frage an einen Sachverständigen oder Sachverständige gestellt. Frage- und Antwortzeit, das hatten wir heute Morgen schon mal als Thema, dürfen insgesamt 3 Minuten nicht überschreiten. Nach genau 60 Minuten werde ich die Anhörung schließen. Ich bitte die aufgerufenen Sachverständigen bei der Beantwortung der Frage, ihr Mikrofon einzuschalten und sich mit ihrem Namen und ihrem Verband vorzustellen. Das erleichtert uns die Protokollierung und den Zuschauern und Zuschauerinnen die direkte Zuordnung der Sachverständigen. Den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme eingereicht haben, möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Des Weiteren bitte ich alle Anwesenden, ihre Mobiltelefone auszuschalten. Klingeln kostet 5 €. Ich weise noch einmal darauf hin, dass die Anhörung digital aufgezeichnet und zeitversetzt im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Außerdem können Sie die Anhörung in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufen. Das Wortprotokoll der Anhörung wird auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Das waren die Formalien und wir beginnen nun mit einer Frage der Fraktion Die Linke. Der Herr Weinberg ist der Erste. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Oehlschläger. Und zwar lautet die: Welche strukturellen Hauptprobleme sehen Sie in der Praxis für Patientinnen und Patienten, die vermuten, Opfer eines Behandlungsfehlers geworden zu sein? Und welche Lösungsvorschläge haben Sie hier? Herr Oehlschläger. Ich möchte 3 Aspekte herausgreifen. Nehmen wir einen konkreten Fall. Ein 60-jähriger Patient, Schlaganfall, Behandlungsfehler, Halbseitenlähmung und Berufsunfähigkeit. Würde das heute passieren, drohte Verjährung im Dezember 2023. Die Ansprüche, die der Patient hat in dieser Situation, sind nicht nur Schmerzensgeld, sondern darüber hinaus auch noch Verdienstausfallschaden, Rentenschaden, Haushaltsführungsschaden, Pflegekosten, Zuzahlung zu Medikation und Therapie, Umbaukosten für ein behindertengerechtes Haus und PKW. Wenn man diese Beträge in der Summe betrachtet, kommt man auf einen Gesamtschaden kapitalisiert bis zum Lebensende in der Dimension 800.000 €.
Wer mit diesem Betrag einen Prozess führt, der trägt das Prozesskostenrisiko in der Dimension, wenn es bis zum Bundesgerichtshof geht, oberhalb von 100.000 Euro. Und da ist die Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz tatsächlich vorprogrammiert. Die Prozessdauer in einem solchen Fall würde wahrscheinlich über 2 Jahren liegen, möglicherweise sogar über 10 Jahren und im Schnitt, das darf man vielleicht so etwa kalkulieren, 3 bis 5 Jahre. Ich möchte 3 Aspekte herausgreifen. Bei der heutigen Beweislastverteilung müsste der Patient grundsätzlich nachweisen Fehler, Schaden und Kausalität. Bei einem groben Behandlungsfehler kommt es zur Beweislastumkehr. Das heißt, dann muss die Behandlungsseite nachweisen, dass derselbe Schaden auch ohne den Fehler eingetreten wäre. Und diese Hürde ist zunächst einmal recht hoch. In der Praxis ist für den Patienten der Beweis der Kausalität oft das entscheidende Problem. Und die Lösung dieses Problems könnte darin bestehen, dass schon der einfache Behandlungsfehler zur Beweislastumkehr und damit zur Vermutung der Kausalität führt. Das zweite Problem, ist, dass bei Schwergeschädigten von heute auf morgen das Einkommen vollkommen wegfallen kann. Und hier könnte ein Härtefallfonds helfen, die laufenden Kosten der Lebensführung zu decken und den Prozess zu finanzieren. Die Ausschüttung darf aber, wie ich meine, erstens nicht verschuldensunabhängig erfolgen und zweitens nur in Höhe eines Teils des gesamten Schadens. Denn andernfalls würde das Haftungsprinzip durch das Solidaritätsprinzip ersetzt und das wäre mit elementaren Grundsätzen nicht vereinbar. Letzter und dritter Punkt ist das Problem der Verjährung. Durch die Erhebung der Klage wird die Verjährung zwar gehemmt, das steht in 204 ZBO. Wenn aber unser Beispielspatient klagt, klagt er mit einem Kostenrisiko von über 100.000 Euro. Klagt er nur einen Teil ein, zum Beispiel 10.000 Euro für einen Treppenlift, dann droht der übrige Teil zu verjähren. Die Lösung könnte hier sein, dass im Arzthaftungsrecht schon eine Teilklage die Verjährung aller Ansprüche aus der streitigen Behandlung hemmt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Kleinschmeick. Ja, meine Frage richtet sich an die Patienten. Mikrofon. Meine Frage richtet sich an die Patientinnenanwältin der Stadt Wien, Frau Dr. Sigrid Pilz. Welche Erfahrung haben Sie als Patientinnenanwältin in Wien gemacht mit der Einführung eines Patientenentschädigungsfonds? Und wie oft und in welchen Situationen wird dieser genutzt? Wurden damit Gerechtigkeitslücken geschlossen? Und was bedeutet das für die LeistungserbringerInnen? Frau Dr. Pilz. Danke für die Einladung. Ich möchte sagen, dass ich als Patientenanwältin weisungsfrei und unabhängig bin und von dem Land Wien bestellt, so auch meine Kollegen, die 9 in jedem Bundesland gibt es eine derartige Einrichtung. Wir behandeln Behandlungsfehler, Beschwerden, wir geben Empfehlungen fürs Gesundheitswesen und rund um die Frage von Medizinschäden arbeiten wir nach folgenden Kriterien. Wir beurteilen, meine Juristen und Juristinnen, ob es sich um einen vorwerfbaren Behandlungsfehler handelt. Denn wenn jemand mit Lege Artis behandelt hat, dann ist die Haftung gegeben. Dann wird mit dem Rechtsträger oder der Versicherung des Gesundheitsdiensteanbieters eine Entschädigung ausverhandelt. Das alles ist für die Patienten und Patientinnen kostenfrei. Das übernimmt sozusagen das Land Wien. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Medizinschaden entstanden ist durch einen schicksalshaften Verlauf. Dumm gelaufen, der Patient bekommt nichts, aber er hat wenigstens die Möglichkeit, die Dinge aufzusortieren. Dritte Möglichkeit, dass der Medizinschaden eingetreten ist durch eine aufgeklärte Komplikation, an der niemand sozusagen im Sinne des Arztes oder der Einrichtung schuld ist. In diesem Fall kann der Patientenentschädigungsfonds beansprucht werden. Das ist ein Fonds, den wir verwalten in der Patientenanwaltschaft. Er wird dotiert aus Beiträgen der Patienten und Patientinnen zum Spitalskostenbeitrag mit 0,73 Euro pro Aufenthaltstag, gedeckelt auf 28 Tage.
Und wir beurteilen auf Basis von vertrauensärztlichen Stellungnahmen, ob eine Komplikation der Fall ist. Und wir beurteilen auch, ob es so sein könnte, dass doch ein Behandlungsfehler stattgefunden hat, der aber schwer oder nicht nachzuweisen ist. Beispielsweise bei einer Infektion, da weiß man oft nicht, ist das ein Fehler oder nicht. Aber da soll der Patient sozusagen nicht um seine Rechte gebracht werden. Ich habe im Höchstfall für einen einzelnen Schaden 100.000 Euro. Das ist sozusagen die höchste Summe. Es ist es ist eine Entschädigung, nicht eine Abgeltung. Und dazwischen gibt es eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten, wie ich finanzieren kann. Ich entscheide darüber mit einem Beirat. Der Beirat ist mit Experten besetzt und macht dann die Zuerkennung an den Patienten und die Patientin. Vielen Dank. Die nächste Frage. Ein Wort vielleicht noch, ein letztes. Der Gang vor Gericht ist damit nicht ausgeschlossen. Man kann auch sagen, man glaubt nicht, dass es eine Komplikation war und kann innerhalb offener Frist auch noch vor Gericht gehen. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion, Lothar Riebsam. Ich habe eine Frage an die Einzelsachverständige Frau Vera von Penz. Wie bewerten Sie die Forderung nach einer Beweislastumkehr bereits bei einfachen Behandlungsfehlern? Frau von Penz. Vera von Penz, Richterin am Bundesgerichtshof. Ich sehe kein Bedürfnis für eine weitergehende Beweislastumkehr. Das vom Gesetzgeber des Patientenrechtegesetz übernommene Haftungssystem wurde von der Rechtsprechung in jahrzehntelanger Detailarbeit entwickelt, um eine ausgewogene Risikoverteilung und einen gerechten Ausgleich zwischen den widerstreitenden Interessen der Patienten und dem Behandelnden zu schaffen. Die Rechtsprechung hat die allgemeinen zivilprozessualen Verfahrensgrundsätze erheblich zugunsten des Patienten modifiziert und zahlreiche Beweiserleichterungen und Beweislastumkehrungen gewährt, um eine Waffengleichheit des Patienten sicherzustellen und eine effektive Durchsetzung seiner Rechte zu ermöglichen. Eine Gerechtigkeitslücke sehe ich nicht. Man muss im Blick behalten, dass der Patient in aller Regel bereits erkrankt ist, wenn er einen Arzt aufsucht. Soweit das Krankheitsrisiko auch bei fehlerfreien ärztlichen Handeln nicht vermieden werden kann, muss es beim Patienten verbleiben. Es wird nicht durch die Übernahme der Behandlung zum Risiko des Arztes. Mit anderen Worten, soweit gesundheitliche Beeinträchtigungen aus der Grunderkrankung herrühren, hat der Patient sie zu tragen. Nur soweit die fehlerhafte Behandlung zu weiteren Gesundheitsschäden geführt hat, ist eine Haftung des Arztes gerechtfertigt. Anders als in dem Antrag der Fraktion Bündnis 90, die Grünen, angenommen, liegen die Beweismittel für den Nachweis der Ursächlichkeit des Behandlungsfehlers für den Gesundheitsschaden nicht beim Behandelnden. Die Schwierigkeiten, den Ursachenzusammenhang zu klären, sind vielmehr in den Unwägbarkeiten des menschlichen Organismus begründet. Jeder Mensch ist individuell und reagiert unterschiedlich. Die Vorgänge im lebenden Organismus können auch vom besten Arzt nicht immer so beherrscht werden, dass schon der ausbleibende Erfolg oder gar ein Fehlschlag auf einen Fehler bei der Behandlung oder auf die Ursächlichkeit eines Fehlers für den eingetretenen Gesundheitsschaden schließen lassen würden. Ganz wichtig ist dabei auch Folgendes. Für die Bejahung des Kausalzusammenhangs ist es nicht erforderlich, dass der Fehler des Arztes die ausschließliche oder alleinige Ursache der gesundheitlichen Beeinträchtigungen ist. Vielmehr genügt der Nachweis der Mitursächlichkeit, denn nach allgemeinen schadensrechtlichen Grundsätzen steht die Mitursächlichkeit und sei es auch nur als Auslöser neben anderen Ursachen, neben anderen wesentlicheren oder erheblicheren Ursachen, der Alleinursächlichkeit haftungsrechtlich vollumfänglich gleich. Und anders als im Sozialrecht muss der Behandlungsfehler auch nicht die wesentliche Bedingung für den Eintritt des Gesundheitsschadens sein. Das wird beispielsweise häufig von medizinischen Sachverständigen übersehen, die für die Sozialgerichte tätig sind. Vielen Dank. Die verneinen die Mitursächlichkeit eines Behandlungsfehlers, weil sie anderen schicksalhaften Ursachen, wie beispielsweise der Frühgeburtlichkeit, überragende Bedeutung beimessen. Ich glaube, ich kann Sie sehr schlecht nur hören, Cut leider. Mein Cut kommt nur zeitversetzt an, aber der ist jetzt auf jeden Fall da und die nächste Frage stellt Frau Dittmar von der SPD-Fraktion.
Soll ich noch was sagen? Ich habe es akustisch leider nicht verstanden. Nein, nein, das war die Bitte, nichts mehr zu sagen. Gut, vielen Dank. Meine Frage geht an Herrn Dr. Kronemeyer vom Medizinischen Dienst. Herr Dr. Kronemeyer, wie bewerten Sie als stellvertretender Geschäftsführer und leitender Arzt des MD-Bundes die gegenwärtige Situation bei der Erfassung von Behandlungsfehlern in Deutschland und welche Empfehlungen haben Sie für den Bundesgesetzgeber? Herr Dr. Kronemeyer. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Stefan Kronemeyer vom MDS. Meine Damen und Herren, die Zahlen, die in Deutschland zu Behandlungsfehlern berichtet werden von den medizinischen Diensten und den Ärztekammern, stellen nur einen kleinen Ausschnitt dar. Aus Studien wissen wir, dass über 90% der vermeidbaren Schäden, die eintreten, nicht aufgearbeitet werden und dass denen nicht nachgegangen wird. Das ist ein Zustand, den wir in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht haben, beispielsweise bei der Arbeitssicherheit oder der Verkehrssicherheit. Viele Länder, wie einige Bundesstaaten in den USA, Großbritannien, Kanada, aber jetzt auch die Schweiz, setzen daher auf eine Verbesserung der Fehlervermeidung durch eine Never-Event-Strategie. Wir haben uns beim MDS intensiv mit solchen Meldesystemen für Never-Events auseinandergesetzt, weil wir in unseren Statistiken, die wir seit knapp 10 Jahren veröffentlichen, immer wieder die gleichen Fehler sehen. Never Events sind schwerwiegende Ereignisse, die mit einer Patientenschädigung einhergehen, die eindeutig definiert sind und als vollständig vermeidbar gelten. Der Vorteil von Meldesystemen für Never Events ist, dass diese vollkommen getrennt von der haftungsrechtlichen Ebene arbeiten können. Die Voraussetzung dafür ist, dass die Ereignismeldungen vertraulich behandelt werden. Natürlich kann man nicht alle eintretenden Schäden und Behandlungsfehler erfassen. Deshalb bietet die Fokussierung auf Never-Events den Vorteil, dass diese Ereignisse relativ selten sind, dass sie aber ein Indikator für Sicherheitsmängel sind und dass sie klar definiert sind, wie beispielsweise Seitenverwechslungen oder verbliebene Fremdkörper. Der erste Schritt zu einer Verbesserung der Fehlervermeidung in Deutschland wäre daher meines Erachtens die Erarbeitung einer Never-Event-Liste, in der, ich sag mal, 20 bis 30 solche Ereignisse gelistet werden, die dann vor Ort erkannt und gemeldet werden können und darauf aufbauen kann, eine Fehleranalyse und Sicherheitsempfehlungen entwickelt werden. Das würde auch einen Schub für die Sicherheitskultur vor Ort bringen, wenn die Meldungen dann vor Ort erfolgen müssten, denn Sicherheitskultur ist auch Meldekultur. Und das ist auch aufwandsarm zu organisieren, weil es sich um vergleichsweise wenige Fälle handelt, wie man in England sieht, wo viele Meldungen aus einer Einrichtung als Beispiel für eine hohe Sicherheitskultur gelten, während Einrichtungen, die nur wenige Meldungen absetzen, Zweifel an ihrem Patientensicherheitskonzept auf sich ziehen. Und ich glaube, so ein Perspektivwechsel müsste auch in Deutschland wirklich. Vielen Dank, Herr Dr. Kronemeyer. Die nächste Frage stellt Herr Spangenberg von der AfD. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an die Bundesärztekammer, Herrn Professor Scholz. Herr Professor Scholz, ein Direktanspruch der Geschädigten gegen die Berufshaftpflicht besteht ja wohl nicht. Die Betroffenen haben damit oft Schwierigkeiten, den richtigen Klagegegner zu bestimmen. Zum Beispiel bei MVZ ist das sehr schwierig. Aus welchen Erwägungen heraus halten Sie einen Direktanspruch der Geschädigten gegen eine Berufshaftpflicht für gegeben? Und wenn, wie könnte das aussehen? Danke. Herr Professor Dr. Scholz. Ich hoffe, Sie hören mich. Ja, vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Carsten Scholz, ich bin Justiziar der Bundesärztekammer. Und Sie haben die Frage an mich gerichtet, aus welchen Regelungen wir Direktansprüche ableiten. In der Tat ist es so, dass in der Vergangenheit in vielen Kammergesetzen keine Regelungen zur Berufshaftpflicht enthalten waren. Inzwischen werden aber nach und nach in den Kammergesetzen Regelungen gesetzlicher Art bereits zur Berufshaftpflichtversicherung geregelt. Eines der letzten, ich sage mal fast auch das modernste Kammergesetz, ist zurzeit das Berliner Kammergesetz, wo im Jahr 2019 jetzt eine solche Verpflichtung auch unmittelbar
in das Kammergesetz aufgenommen worden ist. Und wenn es dann eine gesetzliche Regelung, nicht nur eine Regelung in § 21 der jeweiligen Berufsordnung, das entspricht § 21 der Musterberufsordnung Ärzte, dann ist aus unserer Sicht ein solcher Direktanspruch gegeben und insofern kein Regelungsbedarf. Sie sprachen an in Ihrer Fragestellung, dass Sie der Auffassung sind, dass es schwierig ist, beim medizinischen Versorgungszentren. Das sehe ich im Grundsatz nicht, weil ja der Behandlungsvertrag in aller Regel, MVZ sind es ja häufig als GmbH organisiert, mit der MVZ GmbH und nicht dem dahinterstehenden Träger zustande kommt, sodass das dann auch der Beklagte ist, nämlich die MVZ XY GmbH, sodass ich da kein Problem sehe. Ich will nicht bestreiten, dass es einzelne Bereiche gibt, die allerdings weniger jetzt die MVZ-Struktur sind, sondern bei Versorgungsmodellen, integrierte Versorgung, sektorübergreifende Versorgung kann es für den Patienten gelegentlich schwierig sein, herauszubekommen, ob hier ein Gesamtbehandlungsvertrag mit dieser Institution, die integrierte Versorgung anbietet, besteht oder ob es einzelne sind. Das ist aber kein Problem des MVZs. Insofern sehen wir insofern im Moment keinen weitergehenden Regelungsbedarf, allenfalls den Appell an die Landesgesetzgeber. Aber wir sind ja hier im Bundestag, noch Regelungen in den Kammergesetzen zu treffen und möglichst Konkretisierungen auch schon vorzunehmen, die dann in der Berufsordnung noch detaillierter gefasst werden können. Vielen Dank. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Lothar Riebsam von der CDU-CSU-Fraktion. Meine Frage richtet sich an den Einzelsachverständigen, Herrn Professor Katzenmeier. Wie beurteilen Sie die vorliegenden Anträge zur Einführung eines Härtefallfonds? Herr Professor Katzenmeier. Vielen Dank auch von mir für die Frage. Christian Katzenmeier, Leiter des Instituts für Medizinrecht der Universität Köln. Also die Anträge sind im Ausgangspunkt nachvollziehbar, weil Schäden im Zuge einer medizinischen Behandlung Patienten schwer belasten können und wir auch nach Inkrafttreten des Patientenrechtegesetzes natürlich weiter über effektive Hilfen nachdenken müssen. Im Mittelpunkt aller Anstrengungen muss die Patientensicherheit stehen. Ist ein Behandlungsfehler unterlaufen und daraus ein Schaden entstanden, dann muss eine zügige Schadensregulierung erfolgen. Frau von Penz hat dargestellt, wie die Rechtsprechung die allgemeinen Haftungsgrundsätze modifiziert und ein effektives Patientenschutzrecht über die Jahrzehnte geschaffen hat. Ein Fonds, ein Patientenentschädigungsfonds, soll nun darüber hinaus Fälle entschädigen, in denen ein Behandlungsfehler oder die Kausalität nicht feststeht. Zur Begründung werden in beiden Anträgen allgemeine Gerechtigkeitserwägungen angeführt. Die Frage ist aber, ob hier tatsächlich eine Gerechtigkeitslücke vorliegt. Es ist klarzustellen, dass nicht jeder Schaden einen Schadensersatzanspruch begründet und auch nicht jeder erhebliche Schaden, der einen Patienten schwer trifft. Der Schaden kann schicksalhaft sein und ist dann vom Patienten zu tragen, der ihn auch auf keinen Dritten abwälzen kann. Dementsprechend problematisch ist bei einem Fonds die Eingrenzung der Risiken. Das Krankheitsrisiko kann und soll dem Patienten ja nicht abgenommen werden. Hier stehen jetzt schwierige Abgrenzungen an. Unbürokratisch und schnell wird es nur, wenn nicht so genau geprüft wird. Dann aber wird es teuer. Die Finanzierung eines solchen Fonds ist wohl die Gretchenfrage und die ist unklar. In Österreich, haben wir von Frau Dr. Pilz gehört, zahlen die Patienten, das ist hierzulande nicht gewollt. Eine Bund-Länder-Mischverwaltung stößt auf verfassungsrechtliche Bedenken. Für eine Beteiligung privater, also insbesondere der Ärzteschaft, fehlt es an der erforderlichen Gruppenverantwortung. Es geht ja um Fälle, in denen eine Haftung gerade nicht festgestellt werden kann. Die Beteiligung der gesetzlichen Krankenversicherung steht im Raum. Da würde ich sagen, die Finanzierung eines Fonds gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der KV. Die Beitragsmittel dürfen entsprechend nicht eingesetzt werden. Ungeachtet der vielen technischen Realisierungsprobleme stellt sich aber die grundsätzliche Frage nach der Legitimation eines Patientenentschädigungsfonds. Fonds sind keineswegs ein beliebig einsetzbares Instrument zur Schadloshaltung. Ohne eine sachliche Begründung droht ein Abgleiten in ein konturenloses Billigkeitsrecht. Ein sachlicher Grund für die Sonderregelung von Schäden im Zuge der medizinischen Behandlung wurde bislang nicht dargelegt. Was ist der Grund für eine Privilegierung von Patienten gegenüber anderen Unfallopfern
die schwer betroffen sein mögen. Bei den bisherigen Fonds, die es gibt, auch auf dem Gebiet von Medizinschäden, also Contagan, HIV-Hilfsfonds, Blutprodukte, Dopingopfer, da besteht jeweils ein gewisser Zusammenhang mit einem staatlichen Fehlverhalten. Vielen Dank, Herr Professor Katzenmeier. Die nächste Frage stellt Frau Helling-Pla von der FDP-Fraktion. Jawohl, meine Frage richtet sich an Herrn Professor Wagner und schließt da eigentlich auch nahtlos an. Fondslösungen haben zum Ziel, Patienten zu entschädigen, die mit überwiegender Wahrscheinlichkeit durch einen Behandlungsfehler in ihrer Gesundheit verletzt worden sind. Klingt gut, aber was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, beziehungsweise gibt es auch Nachteile? Herr Professor Dr. Wagner. Vielen Dank für die Frage. Ich würde mich der Fondsproblematik nähern nach unter dem Gesichtspunkt der Funktionen zivilrechtlicher Haftung. Und da geht es im Wesentlichen um zwei Gesichtspunkte, Schadensausgleich und Schadensvermeidung oder Prävention, Schadensverhinderung. Und zwar dadurch, dass individuelle Verantwortlichkeiten benannt werden und diese Haftung Anreize setzt, sich sorgfältig zu verhalten. Wenn ich diese beiden Funktionen nehme und einen Fonds prüfe, dann muss man unter der Kompensationsfunktion Folgendes feststellen. Die ist eigentlich die Stärke des Fonds. Ja, man führt einen Fonds ein, weil man mehr Personen entschädigen will. Und man muss auch sagen, das ist natürlich möglich. Wir haben das ja von Frau Pilz mit Blick auf die österreichischen Fonds gehört. Nur, und auch das hat Frau Pilz eindrucksvoll geschildert, die Entschädigung ist immer nur partiell und sie ist der Höhe nach begrenzt. Also gerade die am schwersten betroffen sind, bekommen typischerweise gerade keinen Schadensersatz, auch nicht näherungsweise vollen Schadensersatz. Wenn Sie die Zahlen, die Herr Oehlschläger genannt hat, mit der Maximalentschädigung von Frau Pilz 100.000 Euro in Beziehung setzen, sehen Sie das sofort. Ja? Also unter Kompensationsgesichtspunkten lassen Fonds sehr viel zu wünschen übrig. Viele Leute kriegen etwas, aber sie kriegen relativ wenig und sie kriegen eigentlich nie den Ersatz immaterieller Schäden. Und da muss man ja sagen, dass für einen Großteil materieller Schäden das deutsche Sozial- und Privatversicherungsrecht ganz gut aufkommt, vor allen Dingen für die Heilungskosten. Zweiter Gesichtspunkt, Prävention. Die gegenwärtige Arzthaftung führt dazu, dass individuelles Fehlverhalten in einem öffentlichen Prozess, und es sind um die 10.000 pro Jahr, aufgearbeitet, dokumentiert wird und wirtschaftliche Anreize gesetzt werden, dieses in Zukunft zu vermeiden. Und wenn man mit Ärzten über diese Haftungsdrohung spricht, hat man nicht den Eindruck, dass die völlig wirkungslos verpufft, dass denen das egal ist, ob sie nun haftungsrechtlich in Anspruch genommen werden oder nicht. Das hat sehr wohl eine Wirkung. Und wenn das jetzt in einem Fonds kollektiviert wird, dieses Haftungsrisiko, der schon zahlen soll, wenn das bloß wahrscheinlich ist, dann befürchte ich, dass es zu einer drastischen Absenkung der Zahl dieser Prozesse führen wird. Und wenn dann der Steuerzahler die Leistungen erbringt, sodass auch wirtschaftlich keinerlei Zurechnung der Kosten zu den dafür Verantwortlichen erfolgt, dann befürchte ich eine wesentliche Schwächung der Präventionswirkung. Am Ende haben wir ein kollektives Entschädigungssystem und niemand ist mehr verantwortlich. Nächste Frage stellt Herr Weinberg von der Fraktion Die Linke. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht ans Aktionsbündnis Patientensicherheit, Frau Dr. Köster-Steinebach. Für die Wirksamkeit der Haftung ist heute der Nachweis eines klaren Kausalitätszusammenhangs mit einer Handlung zum Beispiel von Ärztinnen und Ärzten notwendig. Warum greift dieses Verständnis von Haftung heute nach Ihrer Ansicht zu kurz? Frau Dr. Köster-Steinebach, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Ilona Köster-Steinebach vom Aktionsbündnis Patientensicherheit. Zunächst mal möchte ich sagen, dass wir uns als Aktionsbündnis Patientensicherheit als Spezialisten für die Fragen Patientensicherheit und damit des Auftretens von Ereignissen verstehen. Wir sprechen da nicht von Behandlungsfehlern, sondern in erster Linie von vermeidbaren, unerwünschten Ereignissen. Und unsere Überzeugung und nach allem, was wir darüber wissen, ist, dass solche vermeidbaren, unerwünschten Ereignisse typischerweise als Handlungskette auftreten, dass es gar nicht so sehr eine einzelne Handlung ist, auch wenn es manchmal so erscheint, sondern dass die am Ende einer langen Kette von vorher gelagerten Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen von Handlungen und Voraussetzungen stehen und das dann zum Schaden geführt hat.
Beispielsweise, wenn ein falsches Medikament gegeben wird, kann es darum gehen, dass vorher eine Pflegekraft zu wenig Zeit hatte, dass die falschen Adapter bestehen, dass die Produkte sehr stark nach Lookalike oder viele Like aufgebaut sind und Ähnliches. Also kann es oft auch gar nicht nur darum gehen, zu sagen, wer hat am Schluss die letzte verursachende Handlung ausgeführt, sondern wer hätte im Zuge dieser ganzen Handlungskette Verantwortung übernehmen müssen und bestimmte Voraussetzungen schaffen oder bestimmte Missstände oder Probleme abstellen müssen. Insofern gibt es dann oft nicht nur den einen Schuldigen, sondern ganz viele. Und die Suche nach dem einen Schuldigen im Haftungsrecht verstellt den Blick dafür, dass man an ganz vielen Punkten in diese Handlungskette eingreifen muss, um zukünftige Patienten vor Schäden zu schützen. Und ein weiterer Punkt, vorhin wurde schon der Begriff Sicherheitskultur angesprochen. Es geht darum, aufgetretene Schäden vor allen Dingen genau dahingehend zu analysieren, welche Barrieren zur zukünftigen Fehlervermeidung aufgebaut werden können und sollten. Und dazu gehört eben nicht nur einen Schuldigen auszumachen, sondern die verschiedenen Beiträge und Handlungsmöglichkeiten in dieser Fehlerkette zu analysieren. Und dem kommt das Haftungsrecht mit seiner Suche nach einem Verursacher überhaupt nicht entgegen. Vielen Dank. Herr Weinberg. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine nächste Frage geht nochmal an den Einzelsachverständigen, Herrn Dr. Oehlschläger. Was können Sie zur Notwendigkeit und zum Potenzial einer gesetzlichen Regelung zur Beweiserleichterung zugunsten des Patienten im Arzthaftungsrecht sagen? Herr Oehlschläger. Vielen Dank. Als Replik zu den Ausführungen von Frau Penz möchte ich zu diesem Thema kurz vorausschicken, dass die vom BGH in jahrzehntelanger Rechtsprechung entwickelten Grundsätze höchst differenziert sind, sich vielfach bewährt haben und geeignet sind, im Einzelfall Gerechtigkeit zu ermöglichen. Dazu steht aber, wie ich meine, nicht im Widerspruch, dass eine weitere Stärkung der Patientenrechte möglich ist und, wie ich meine, auch notwendig ist. Nehmen wir einen Fall aus der Praxis, aus der Wirbelsäulenchirurgie, eine 60-jährige Patientin mit Rückenschmerzen, Indikation zu einer Spondylolisthese, also einer Wirbelversteifung. Postoperativ ist die Patientin querschnittsgelähmt und es stellt sich heraus, dass es zu einer Nervenschädigung gekommen ist. Der neurochirurgische Sachverständige bestätigt, dass eine der Schrauben fehlerhaft war. Schrauben können zu lang, zu kurz, zu dick, zu dünn, falscher Winkel, falsches Material sein. Hier war sie zu lang und sie ragt über den Knochen hinaus. Und das bewertet der Sachverständige als einen einfachen Fehler. Damit ist der Prozess aber noch nicht gewonnen, denn der Patient muss nun noch beweisen, dass dieser einfache Fehler, also die zu lange Schraube, den Nerven geschädigt und damit die Querschnittslähmung verursacht hat. Die Befragung des Sachverständigen zu dem exakten Schädigungsmechanismus ergibt aber, dass als mögliche Ursache die Optionen 1 bis 5 in Betracht kommen. Es kann die überragende Schraube sein. Es kann aber auch ein Hämatom sein, das auf den Nerv gedrückt hat, was eventuell ein methodenimmanentes Risiko darstellt und damit keine Haftung auslöst. Es kann auch eine falsche Bewegung der Patientin gewesen sein. Es kann auch ein Materialfehler gewesen sein und damit plötzlich ein Medizinprodukthaftungsfall. Wir haben hier also einen einfachen Fehler, einen Schaden und die Möglichkeit, dass der Fehler für den Schaden kausal ist. Nur diese Möglichkeit reicht bei einem einfachen Fehler für die Haftung nicht aus. Bei einem einfachen Fehler bedarf es einer höheren Wahrscheinlichkeit, juristisch genauer, es bedarf eines für das praktische Leben brauchbaren Grades von Gewissheit. Und diese Hürde lässt sich nicht nehmen, wenn wie hier die anderen Möglichkeiten der Ursachen gleichberechtigt nebeneinander stehen. Der Patient würde hier den Prozess verlieren und das, obwohl ein ärztlicher Fehler vorliegt und obwohl die Kausalität möglich ist. Diese Konstellation ist in der gerichtlichen Praxis keine Seltenheit. Und in diesen Fällen ist es dem Patienten schwer zu vermitteln, dass sie trotz des Fehlers und trotz des Schadens keinen Schadensersatz erhalten. Die Lösung dieses Dilemmas wäre nicht kompliziert. Beweislastumkehr schon beim einfachen Fehler. Wenn bereits der einfache Fehler zur Beweislastumkehr führen würde, dann müsste in unserem Beispielsfall die Behandlungsseite beweisen, dass der Schädigungsmechanismus auf
eine der anderen Möglichkeiten zurückzuführen ist, beziehungsweise dass die überragende Schraube nicht die Ursache ist. Diese Änderung der Beweislastverteilung wäre ein wirksames Mittel, um die Waffengleichheit zwischen Behandlungsseite und Patient auszubauen. Dank, Frau Kleinschmeik von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Jetzt haben wir aber auch alle Schwierigkeiten. Meine Frage richtet sich an Professor Hans-Jörg Geiger. Wo sehen Sie die zentralen Stellschrauben, um Patientinnen und Patienten bei Behandlungsfehlern schnelle und unbürokratische Hilfe bieten zu können? Und inwiefern könnte hier ein Härtefallfonds beitragen? Herr Professor Dr. Geiger. Mein Name ist Hans-Jörg Geiger von der Alexandra-Lang-Stiftung für Patientenrechte. 7 Forderungen, ganz kurz. Die Beweislastverteilung muss fairer werden, als sie heute ist. Kurze Beispiele. Ein Patient ist bei einer Operation narkotisiert oder bei der Behandlung anderweitig stark sediert. Wie soll dieser Patient heute beweisen, dass die Behandlung, die Operation sach- und fachgerecht erfolgt ist? Für diese Phase, meine ich, muss die Beweislast auf der ärztlichen Seite liegen. Oder ein ähnliches Problem. Wir haben die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zum vollbeherrschbaren Risikobereich. Der Operationstisch bricht zusammen und hat dann Folgen. Wie soll der Patient, der am OP-Tisch liegen, beweisen, dass der OP-Tisch zusammengebrochen ist? Er weiß es nicht. Oder wie soll der Patient beweisen, dass der Arzt, der ihn behandelt hat, der ihn operiert hat, nicht die ausreichende Qualifikation hat? Diese Dinge muss von der Behandlerseite bewiesen werden. Zweiter Punkt. Ein großes Problem bei der Verfolgung von Ansprüchen ist die häufige Nicht-Herausgabe von Kopien oder nur die teilweise Herausgabe von Kopien der Behandlungsunterlagen. Das ist ein großes Problem. Das zieht sich manchmal über Jahre hin, bis endlich die Unterlagen vorhanden sind. Hier muss eine Möglichkeit geschaffen werden, eine Art Sanktion, entweder dass man dann die Beweislast umkehrt. Dritter Punkt. Ein großer Vorteil des Patientenrechtegesetzes liegt ja darin, dass der Arzt auf Fragen auf einen Behandlungsfehler hinweisen muss. Nur, wir kennen nur das Verhältnis Arzt-Patient. Viele Patienten wagen es nicht, das wissen wir, diese Frage zu stellen. Das sollte in eine Hinweispflicht umgewandelt werden. Und schließlich ein wichtiger Punkt in der Praxis ist der § 66 SGB V. Die gesetzlichen Krankenkassen, 90% der Menschen sind gesetzlich versichert, haben ja die Pflicht, den Versicherten bei der Verfolgung von Schadensersatzansprüchen zu unterstützen. Unsere Erfahrung ist hier, dass das nur partiell funktioniert. Ab wann soll die Unterstützung laufen, in welchem Umfang? Schließlich ein weiteres Problem. In vielen Fällen, wenn gerade mehrere Behandler auftreten, Belegärzte, Krankenhaus, ist unklar, wer ist denn eigentlich der verantwortliche Arzt? Wir erleben es immer wieder, dass Verfahren, wir sind ja nicht Beteiligte, wir machen nur die Medizinstellungnahmen, Verfahren verloren gehen, weil der falsche Ansprechpartner unterstützt worden ist, verklagt worden ist und nicht klar war, wer wirklich hier gehandelt hat. Hier sollte klar sein, dass die Behandlerseite deutlich macht, wer für welchen Teil der Behandlung verantwortlich war. Vielen Dank. Frau Kleinschmeik entscheidet, ob Sie weiterreden dürfen oder nicht. Reden Sie gerne weiter, gerade auch noch zum Härtefallfonds. Ich habe noch zwei, ja eben. Also ja. Ich finde, ist ein Härtefallfonds, ein Patiententschädigungs- und Härtefallfonds, wäre etwas ganz entscheidend Wichtiges. Denn wie wir ja bisher schon gehört haben, wird es immer Non-Liquid-Fälle geben. Und hier ist zumindest eine teilweise finanzielle Entschädigung ein großer Schritt, dem Patienten in seiner Situation zu helfen, übrigens auch zu helfen, dass sich das Arzt-Patienten-Verhältnis entspannt, es vielleicht gar nicht zu einem Prozess kommt, der das Verhältnis extrem belastet. Ich halte das für einen ganz entscheidenden, wichtigen Schritt. Aus der Praxis kann ich das sagen. Und schließlich ein letzter Punkt, die Beschleunigung der Arzthaftungssachen. Es kann nicht sein, dass gerade in dem Fall, wenn ein Patient schwer geschädigt ist, er jahrelang einen Prozess verfolgen muss. Viele Leute erleben wir, brechen die Durchsetzung ihrer Ansprüche ab, weil sie nicht mehr können. Hier muss mehr Beschleunigung durchgesetzt werden als bisher. Und es müssen auch hier die alternativen Streitbeilegungsverfahren, gerade in diesem Bereich, stärker gefördert werden.
Vielen Dank. Vielen Dank. Frau Kleinschmeich, Sie haben noch 2 Minuten. Dann richte ich meine nächste Frage an Frau Dr. Pilz. Welche Vorteile sehen Sie in der Einrichtung eines Entschädigungsfonds für Betroffene und wie wirkt sich das auf die Gerichtsprozesse aus? Frau Dr. Pilz, 1,5 Minuten haben Sie Zeit. Sigrid Pilz, ich bin Patientenanwältin. In Österreich ist das System nicht zu trennen zwischen Patientenanwaltschaft und Fonds. Denn wir sind ja auch dazu da, außergerichtlich Entschädigungen mit den Versicherungen zu verhandeln. Es geht darum nicht, dass Haftungsfragen in den Fonds verräumt werden. Der Fonds ist dazu da, Komplikationen zu entschädigen, beziehungsweise bei Fällen, wo der Patient nicht gewinnen kann. Unser System trägt dazu bei, dass die Patienten, die möglicherweise ein Prozesskostenrisiko nicht tragen könnten, eine Chance haben, dass überhaupt ihr Fall behandelt wird, bearbeitet wird und für sie aussortiert wird, ob jemand schuld ist oder nicht und dass sie dann auch eine gewisse Entschädigung kriegen. Und wir lassen keinen Gesundheitsdienstanbieter aus der Verantwortung, wenn eine Haftung gegeben ist. Wir suchen eine Entschädigung in diesen Fällen außergerichtlich, aber die Befassung der Patientenanwaltschaft entbindet macht die Möglichkeit, vor Gericht zu gehen, nicht kleiner. Der Patient kann sich immer noch ans Gericht wenden. Aber viele wollen Frieden und viele wollen mit unserer Expertise wissen, was ein Fehler, was eine Komplikation, war es schicksalshaft und wir leiten da durch und geben Entschädigung. Vielen Dank. Frau Stamm-Fiebig. Ja, vielen Dank. Meine Frage geht an den Herrn Rechtsanwalt Jörg Heinemann. Wie begegnen Sie den Argumenten von Herrn Professor Wagner, wonach mit der Errichtung eines Härtefallfonds die Präventionswirkung des Haftungsrechts untergraben und die Patientensicherheit geschwächt würde? Der Herr Heinemann hat das Wort und beantwortet die Frage der SPD. Ja, hört man mich? Ja. Jörg Heinemann, Fachanwalt für Medizinrecht aus Berlin. Ja, Professor Wagner und Professor Katzenmeier haben ja auf die rechtsdogmatischen Probleme, nenne ich es jetzt mal, hingewiesen, die im Zusammenhang mit der Richtungsherrn. Was jetzt den Präventionscharakter angeht, den Herr Professor Wagner angesprochen hat, da sehe ich eigentlich, muss ich aus meiner praktischen Erfahrung, ich mache seit 20 Jahren eigentlich nichts anderes als Arzthaftungsrecht sagen, sind die Ärzte eigentlich die falsche Adresse, muss ich sagen. Also ich gehe davon aus, dass sie sich immer darum bemühen, die Patienten anständig zu behandeln. Fehler passieren, das ist leider so. Und es gibt natürlich auch Ausrutscher von Ärzten, die nun völlig daneben liegen. Aber der Präventionscharakter müsste sich im Prinzip gegen die Haftpflichtversicherung richten. Die sind es, die eine Regulierung von Schäden ganz oft blockieren, verzögern und letztlich die Patienten mürbe machen. Ich kann nur von einem Fall berichten, da ging es um einen schweren Geburtsschaden. Der Arzt hatte sowohl als niedergelassener Arzt die Geburt begleitet, als auch im Krankenhaus, die Entbindung vorgenommen hat, war er tätig, hat in beiden Bereichen Fehler gemacht. Es lagen grobe Behandlungsfehler vor, der Arzt wurde verurteilt. Nur die beiden Versicherungen konnten sich nicht einigen, wer jetzt wie viel zahlt und haben schließlich gar nicht bezahlt. Das hat dazu geführt, dass wir bei dem Arzt selber vollstrecken mussten. Wir mussten ihm das Konto dicht machen, damit überhaupt die Versicherung reagieren. Das Ganze hat sich über 1,5 Jahre hingezogen. Und das ist ein Aspekt, den die Versicherungswirtschaft betrifft und der jetzt heute noch gar keine große Rolle gespielt hat, der aber, glaube ich, nicht außer Acht bleiben soll. Was jetzt den Härtefallfonds selber angeht, da müsste man sich natürlich über die konkrete Ausgestaltung Gedanken machen. Mir ist jetzt nur ein konkreter Vorschlag von Professor Hart und Professor Franke in Erinnerung, wonach er eben neben dieses Haftungssystem gestellt wird. Professor Hart war sich auch dieser dogmatischen Schwierigkeiten bewusst und hat gesagt, man soll ihn auch zeitlich begrenzen, um zu gucken, ob es funktioniert. Das ist so gedacht, wenn ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeit für die Kausalität des Schadens da ist,
dass dann dieser Haftungsfonds greift. Der ist sowohl zeitlich begrenzt als auch finanziell begrenzt. In der Zeit dürfen die... Herr Heinemann, vielen Dank. Die nächste Frage stellt die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Roy Kühne. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an die Einzelsachverständige Frau Vera von Penz. Wie beurteilen Sie die Forderung, das Beweismaß bei der Frage der Kausalität zu reduzieren auf die, in Anführungsstrichen, die überwiegende Wahrscheinlichkeit? Fragezeichen. Frau von Penz, Sie haben das Wort und ich gebe mir Mühe, falls es länger wird, Sie freundlicher zu unterbrechen. Können Sie mich hören? Ja. Gut, wunderbar. Also die Absenkung des Beweismaßes auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit halte ich für sehr problematisch. Die Ursächlichkeit des Behandlungsfehlers für die Gesundheitsverletzung des Patienten ist dem gesetzlichen Haftungsgrund zuzurechnen. Und nach der übereinstimmenden Rechtsprechung aller Zivilsenate des Bundesgerichtshofs unterliegt der Nachweis des Haftungsgrundes in allen Rechtsmaterien den strengen Anforderungen des § 286 ZPO, der eine Beweisführung zur vollen Überzeugung des Gerichts erfordert. Die Haftung des Schädigers ist nur dann gerechtfertigt, wenn die Voraussetzungen des gesetzlichen Haftungsgrundes feststehen und nicht bereits dann, wenn sie lediglich möglich sind. Und der BGH hat eben eine Absenkung des Beweismaßes für die haftungsbegründende Kausalität auf die überwiegende Wahrscheinlichkeit ausdrücklich mehrfach abgelehnt. Das stände eben im Widerspruch zu allgemeinen haftungsrechtlichen Grundsätzen. Zuletzt hat das der 8. Senat, der ist für unter anderem für das Wohnraummietrecht zuständig, hat das entschieden, nämlich die Frage, ob eine Legionelleninfektion des Wohnraummieters durch kontaminiertes Wasser in der Mietwohnung erfolgt ist. Das betrifft die haftungsbegründende Kausalität und damit den Vollbeweis. Wenn wir jetzt nur für den Bereich des Arzthaftungsrechts eine Beweismaßabsenkung für die haftungsbegründende Kausalität schaffen, dann haben wir eine Ungleichbehandlung gegenüber anderen Rechtsgebieten, in denen auch schwerwiegende Personenschäden auftreten können. Legionelleninfektion, der Mieter ist verstorben, Verkehrssicherungspflichtverletzungen im Zusammenhang mit Kaufverträgen, schwere Stürze, da kann ich mir einiges vorstellen. Und wir dürfen eins auch nicht aus dem Blick verlieren, senkt man die Haftungsstelle für den Arzt ab, kann das zu einem Pyrrhus-Sieg für den Patienten werden. Der Arzt kann sich veranlasst sehen, zur Defensivmedizin überzugehen. Er kann notwendige Maßnahmen, die etwas risikoreicher sind, unterlassen. Er kann sich entscheiden, in weniger haftungsträchtige Gebiete zu wechseln, in die Pharmaindustrie zu wechseln. Und außerdem hat das unter Umständen Auswirkungen auf die Haftpflichtprämien, die enorm ansteigen könnten, sodass vielleicht auf Dauer die flächendeckende Versorgung mit der Patienten gefährdet wäre. Also man muss schon aufpassen, wenn man an diesem ausgefeilten System, das die Rechtsprechung entwickelt hat, an einer Schraube dreht, dann kann das Ganze aus dem Gleichgewicht geraten und Konsequenzen haben, die man am Ende eigentlich gar nicht haben möchte. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dr. Roy Kühne für die CDU-CSU. Herr Vorsitzender, meine Frage geht ebenfalls an den Einzelsachverständigen, Herr Professor Christian Katzmeier. Ich habe verstanden, dass Sie den Gedanken eines Härtefallfonds nicht grundsätzlich ablehnen. Könnten Sie das bitte mal näher erläutern? Herr Professor Katzmeier. Ja, Katzmeier. Fonds können Vorteile bieten für Menschen, die schwer beeinträchtigt sind und dann nicht mehr um ihr Recht kämpfen wollen oder auch nicht mehr können. Die Vorzüge wurden von den anderen Sachverständigen geschildert. Unbürokratische, schnelle Hilfe, flexible Handhabung. Also so eine Entschädigung kann durchaus ein Trostpflaster sein. Und wir haben gehört, in Österreich mag dieser Fonds eine gewisse Befriedungsfunktion erfüllen. Ich sehe auch, dass ein solcher Fonds das Haftungsrecht entlasten kann. Er könnte noch weitergehenden Verschärfungen der Arzthaftung durchaus entgegenwirken. Ich spreche da von einer gewissen Ventilfunktion. Das Haftungsrecht ist hierzulande streng. Insgesamt tragen die Ärzte ein hohes Haftungsrisiko. In Risikofächern sind die Haftpflichtversicherungsprämien stark angestiegen. Und ein Fonds könnte Fälle regulieren, die die Rechtsprechung immer wieder zu Übersteigerungen des Pflichtenprogramms der Ärzteschaft veranlassen. Insgesamt aber, muss ich doch noch mal betonen, bin ich gegenüber einem solchen Fonds skeptisch, weil, ich hatte es angeschnitten,
ist zunächst eben schon mal an einer Legitimation einer solchen Vorlösung zweifle. Es fehlt ein sachlicher Grund für die Privilegierung von Patienten gegenüber anderen Schädigern, gegenüber anderen Geschädigten. Und man muss sich fragen, besteht wirklich ein solcher Bedarf? Also wir haben hierzulande weitgehende sozialversicherungsrechtliche Leistungen, die Heilungskosten ersetzen, die firmierten Bedürfnisse, Einkommensverluste, alle abdecken, unabhängig davon, ob ein Haftungsanspruch besteht oder nicht. Also die Frage ist gestellt nach dem Mehrwert eines solchen Fonds, der bei schweren Schäden, es geht um schwere Schäden, nur begrenzte Entschädigung und auch kein Schmerzensgeld leistet. Wenn man dem Gedanken eines Fonds näher treten möchte, dann würde ich empfehlen, am ehesten eine sektorale Lösung zu erwägen, nämlich möglicherweise Leistungen für angeborene Schäden, weil die nach geltendem Haftungsrecht eben besonders schwer zu erfassen sind. Sie wissen es vielleicht, dass einem Kind, das aufgrund eines Fehlers bei der Pränataldiagnostik, das mit schweren Schädigungen zur Welt kommt, dass dies keinen Schadensersatzanspruch hat, kein Schadensersatzanspruch zusteht nach dem geltenden Schadensrecht. Lediglich die Eltern können den Unterhaltsanspruch geltend machen, können also einen Unterhaltsschaden ersetzt bekommen, wenn sie geltend machen, dass sie das Kind bei Kenntnis von der schweren Schädigung, dass sie dieses Kind verhindert hätten. Hier bietet sich unter Umständen ein Modellversuch an, nach französischem Vorbild, im Hinblick auf die schwierige haftungsrechtliche Situation. Ich würde sagen, da könnte man die Informationen und die Erfahrungen sammeln, um eben dann die Fondslösung weiter zu erwägen. Frau Behrens von der SPD-Fraktion. Vielen Dank. Und meine Frage geht an Herrn Professor Hecken. Vielen Dank, dass Sie in Ihrer Stellungnahme sehr präzise die Maßnahmen zusammengefasst haben, die wir bereits zur Verbesserung der Patientensicherheit in unserem System haben. Bitte erläutern Sie noch einmal kurz Ihre weiteren Vorschläge dazu und gehen Sie dabei vor allem auch auf die Qualitätssicherung in der vertragsärztlichen Versorgung und zur Verstetigung von bewährten Vorhaben aus dem Innovationsausschuss ein. Herr Professor Hecken. Ja, herzlichen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Ich beziehe mich jetzt auf die Ziffern 2 und 3 des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Gehe also weg von dem Härtefallfonds. Ganz klar, Patientensicherheit ist ein zentrales Element guter Gesundheitsversorgung. Fehlerkultur ist zentral. Das wissen wir nicht erst seit Don Berwick. Herr Kronmeier hat es eben auch erwähnt. Deshalb haben wir in 11 Qualitätssicherungsrichtlinien im stationären und ambulanten Bereich wichtige Regelungen zur Gewährleistung und Verbesserung der Patientensicherheit getroffen. Davon betreffen einige auch den ambulanten Bereich. Wir haben es auch zum Schwerpunktthema im Innovationsfonds gemacht, eine eigene Ausschreibung, die eben 8 Projekte in die Förderung gebracht hat, davon 4 im Bereich der ambulanten vertragsärztlichen Versorgung. Gleichwohl gibt es Verbesserungsvorschläge und ich möchte 3 ganz konkrete nennen. Der Einsatz einrichtungsübergreifender Fehlermeldesysteme wird heute zwar im stationären Bereich finanziell gefördert, ist aber weder stationär noch ambulant verpflichtend. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr zentraler Fehler in der bestehenden Systematik. Deshalb bräuchte es nach meiner Einschätzung eine gesetzliche Regelung für verpflichtende Fehlermeldesysteme, die eben dann auch Transparenz herstellen und eine Fehlerkultur im ambulanten und stationären Bereich befördern können. Da gibt es eben auch 3 Projekte im Innovationsfonds, die sich exakt mit diesem Thema beschäftigen. Zweitens, das wollen Bündnis 90 Die Grünen auch, müsste es eine Erweiterung der Möglichkeit der Veröffentlichung von vergleichenden risikoadjustierten Übersichten über die Qualität in wichtigen Versorgungsbereichen geben. Hier hat die Bundesregierung in Artikel 1 Nummer 33 des Entwurfs eines Gesetzes zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung schon die entsprechende Regelung implementiert. Das ist in der parlamentarischen Beratung. Und drittens, ganz wichtig, wir haben heute einen Transmissionsmechanismus im Innovationsfonds, wonach immer dann, wenn der GBA Handlungen vollziehen muss und Folgerungen aus guten Projekten ziehen
muss das binnen eines Jahres zu geschehen hat. Diese Regelung fehlt dann, wenn gesetzliche Krankenversicherung, kassenärztliche Vereinigungen oder möglicherweise auch das Bundesministerium für Gesundheit in Animation für den Gesetzgeber eben hier Handlungsbedarfe sehen müsste. Hier wäre nachzudenken über die Frage, ob man nicht ein Screening über diese Projekte eben auch für den BMG implementiert, mit der Verpflichtung, dann regelmäßig dem Deutschen Bundestag zu berichten, was sich aus diesen Projekten zur Verbesserung der Fehlerkultur, zur Verbesserung der Sicherheitskultur möglicherweise an gesetzgeberischen Handlungsbedarfen ergibt. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Schneider von der AfD-Fraktion. Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an den Einzelsachverständigen Herrn Oehlschläger. Sie beschreiben in Ihrer Stellungnahme die Möglichkeit einer Teilklage zur Prozesskostenminimierung. Damit sinken jetzt natürlich auch die Gebühren, die der Anwalt bekommt. Könnte es dadurch für die Betroffenen schwerer werden, einen Anwalt tatsächlich zu finden, der das Mandat übernimmt? Herr Oehlschläger. Sie sprechen die Finanzierung des Prozesses an und Sie sprechen gewissermaßen die Motivation eines Anwaltes an, bei einem geringeren Streitwert tätig zu werden. Zunächst einmal würde ich davon ausgehen, dass bei Erfolgsaussichten und Mandatsübernahme das Honorar nicht im Vordergrund stehen sollte bei einem Rechtsanwalt, sondern es geht primär um den Patienten. Es ist aber auch so, dass bei einer Teilklage, ich habe vorhin das Beispiel 10.000 Euro zur Kostenminimierung herangezogen, später, wenn Schaden, Fehler und Kausalität nachgewiesen sind, die Klageerweiterung erfolgen sollte oder könnte oder in der Praxis wird, was dazu führt, dass der Streitwert steigt und die Gegenseite, also die Behandlungsseite, zu diesem Streitwert ja ohnehin die Kosten zu übernehmen hat. Das heißt, der Einstieg im Prozess ist zwar der im kostensensibler Motivation gering gehaltene, aber wenn dann die Haftungshürde genommen zu sein scheint und die Klageerweiterung erfolgt, dann steigen die Kosten und damit sind dann die Kosten des Rechtsanwaltes zu dem tatsächlich bestehenden Streitwert auch geregelt, ohne dass die Kosten des Patienten, der den Prozess auf eigenes Risiko ja führt, ihn dem großen Risiko der Privatinsolvenz aussetzen. Es stellt sich ohnehin die Frage der Finanzierung eines Prozesses. Da müsste man ja neben der Teilklage auch noch andere Möglichkeiten sehen. Eine Rechtsschutzversicherung ist nur auf den ersten Blick eine perfekte Lösung, denn sie sichert auch die Rechtsverfolgung bis zum Bundesgerichtshof, also die Rechtswegerschöpfung. Aber das Problem, das bleibt, ist die Prozessdauer. Und wenn die Prozesse über 10 Jahre dauern, und das ist nicht die seltene Ausnahme, dann muss diese Zeit überbrückt werden. Und auch Prozesskostenhilfe ist nur auf den ersten Blick vollständig risikofrei. Denn zum einen besteht hier das gleiche Problem mit der Prozessdauer und zum anderen kommt ein Finanzierungsproblem hinzu, das häufig übersehen wird. Denn verliert der Patient den Prozess, so zahlt er auch dann, wenn er Prozesskostenhilfe bekommen hat, die Kosten des gegnerischen Rechtsanwaltes. Und wenn man das Beispiel nimmt, was ich als Eingangsfall genommen habe, dann liegt dieses Kostenrisiko oberhalb von 30.000 Euro. Wenn man jetzt in der Praxis auch noch eine Behandlungskette hat, also zum Beispiel Hausarzt, Rettungsdienst, Krankenhaus und auf jeder der Ebene ist ein Fehler verwirklicht worden, dann nimmt sich jede dieser Ebenen auch einen Rechtsanwalt und dann verdreifacht sich dieses Kostenrisiko auf 90.000 Euro, obwohl Prozesskostenhilfe bewilligt worden ist. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Dietrich Mohnstadt von der CDU-CSU-Fraktion. Danke sehr, Herr Vorsitzender. Meine Frage richtet sich an die Einzelsachverständige Frau Vera von Penz. Erstmal danke für Ihre bisherigen Ausführungen. Mich würde interessieren, ob und wenn ja, wo Sie noch Handlungsbedarf sehen, um die Patientenrechte bei Behandlungsfehlern zu stärken. Danke sehr. Frau von Penz. Ja, vielen Dank für die Frage.
Ich denke, es ist sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass Sachverständige vernünftig entschädigt werden, denn der medizinische Sachverständige ist von ganz maßgeblicher Bedeutung für den Arzthaftungsprozess. Und die Sachverständigen sind nur dann wirklich gut, wenn sie in der Praxis auch tätig sind. Das heißt, nur irgendwelche Sachverständigen, die keine Patienten behandeln oder auch in der Forschung überhaupt nicht tätig sind, sind dann auf Dauer auch nicht so geeignet. Das Problem in der Praxis ist aber, dass die Sachverständigen kein großes Interesse haben, wenn sie nicht wirklich mit Herzblut dabei sind und solche Sachen aufklären wollen. Und das ist ein Problem, habe ich auch mehrfach von Ärzten schon gehört. Und dann ist es wichtig, die Justiz gut auszustatten, die Tatrichter, also die Richter in den Instanzen fortzubilden, vielleicht auch nochmal darüber nachzudenken, ob überall Arzthaftungskammern die Sachen entscheiden müssen und nicht lediglich Einzelrichter. Denn um einen Sachverständigen vernünftig befragen zu können und um Lücken in den Sachverständigengutachten feststellen zu können, bedarf es schon einer gewissen medizinischen Expertise oder eines gewissen medizinischen Verständnisses. Und ein Richter, der das noch nie gemacht hat und da neu reinkommt und dann gleich nach einem Monat als Einzelrichter mit einer solchen Sache befasst ist, kann damit eigentlich nur überfordert sein. In der Regel werden die Sachen mittlerweile von den Kammern gemacht. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Die Rechtsprechung hat den Patienten mit sehr vielen Rechten ausgestattet, aber sie müssen auch wirklich umgesetzt werden in der Praxis. Und wir heben ganz oft Sachen auf, weil die Tatsacheninstanzen dann in den Sachverständigengutachten Widersprüche nicht aufgeklärt oder gar nicht gesehen haben. Das wäre sehr wichtig. Vielen herzlichen Dank. Die letzte Frage in dieser Runde stellt Frau Helling-Pla für die FDP-Fraktion. Herr Professor Wagner, ich möchte gerne anknüpfen an das, was Sie vorhin gesagt haben. Sie sorgen sich vor allem um die Präventionsfunktion der Haftung, das heißt um Schadensvermeidung durch haftungsrechtliche Anreize. Kann das nicht auch durch einen Fonds geleistet werden? Herr Professor Dr. Wagner. Ja, vielen Dank für die Frage. In der Tat glaube ich, dass keiner der hier Sachverständigen sich ein System wünscht, in dem ein kollektives Entschädigungsinstrument, Fonds oder wie immer man das nennen will, einfach Leistungen an Geschädigte aushändigt und niemand aufklärt, ob, unter welchen Bedingungen und aufgrund welcher Umstände es zu einem bestimmten Schadensfall gekommen ist. Das kann man sich ja wohl nicht ernsthaft wünschen. Und deswegen ist die zentrale Frage, wenn es nicht über Haftung gemacht wird, wie denn dann? Und da würde ich im ersten Schritt sagen, wenn man einen Fonds durch Steuern finanziert oder durch, wie in Österreich, Beiträge der Patienten oder Beiträge der Krankenkassen, was übrigens im Endeffekt alles dasselbe ist, ja, es zahlt ein Kollektiv, was für den Schaden nicht verantwortlich ist, dann hat man jedenfalls ökonomisch keine Anreizwirkung, den Schaden zu vermeiden, und man hat auch keine Aufarbeitung des Schadens. Dann ist der Fonds an der Stelle einfach ein Totalausfall. Frau Pilz hat gesagt, man bemühe sich, die Haftpflichtversicherungen nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen und nur die schicksalhaften Verläufe hineinzunehmen. Aber ich kenne Publikationen aus Österreich, die vorrechnen, dass der Anteil der Haftpflichtversicherungen an der Gesamtentschädigung von Gesundheitsschäden in Österreich immer kleiner wird und der Fonds immer höher. Und das ist ja auch nicht so besonders erstaunlich, denn wenn der Geschädigte nicht mit erheblichem Eigeninteresse diese Ansprüche durchsetzt, wer soll es denn statt seiner machen? Dass der Fonds durch Verhandlungen hier sonderlich viel bei den Haftpflichtversicherungen erreichen kann, deren Verhalten ja geschildert worden ist, die kein Interesse haben, großzügig zu entschädigen, hat der Ölschläger ja dargestellt, kann ich mir nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Jetzt wird gesagt, ja, man kann das aber auch auf anderem Wege erreichen, durch Strafrecht, durch Bußen nach Ordnungswidrigkeitenrecht, durch Verwaltungsrecht. Das ist alles gut und schön, aber solche Institutionen können nur funktionieren, wenn sie dann eben doch jeden Einzelfall aufklären, so wie es jetzt in Zivilprozessen bis zum Bundesgerichtshof hin passiert. Das müsste man ja praktisch nachbilden, weil die Sachen, das hat Frau von Penz doch eindrucksvoll erklärt, sind ja in der Natur der Sache kompliziert. Und nicht, weil wir unser Prozessrecht so oder so machen. Und deswegen, wenn Sie das an anderer Stelle nachholen wollen, durch
Verwaltungsbehörden, die wir im Moment nicht haben für sowas, oder gar Staatsanwaltschaften, dann müssen Sie da den Aufwand treiben, den Sie an der anderen Stelle einsparen. Das sehe ich nicht, dass wir das schaffen. Ich bin sehr dafür, die Patientensicherheit zu stärken, auch jenseits von Haftungsprozessen. Da müsste man, da würde ist jede Initiative begrüßenswert, die auch Vertraulichkeit gewährleistet, sodass offen über Fehler gesprochen werden kann und so weiter. Aber ich würde die Haftung jetzt als Rückgrat, ja, der Patientensicherheit unter keinen Umständen opfern. Und ich glaube, dass ein Fonds genau das machen würde. Ich sehe mich bestätigt durch die Zahlen aus Österreich, wo der Fonds immer stärker und die Individualhaftung immer unbedeutender wird. Vielen Dank. Ich danke allen Sachverständigen, danke auch den Kolleginnen und Kollegen für die Fragen. Und ich glaube, dass die Anhörung aufgearbeitet wird, dass uns das Thema weiter begleiten wird. Und ich schließe unsere Anhörung und freue mich, Sie alle wiederzusehen in 20 Minuten, wenn dann die nächste Anhörung startet.